Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Motorvorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier den schicken BMW M3 euch heute hier vorstellen aus der E30er-Serie. Ich finde, das ist ein cooles Auto. Ich hatte selber meinen 318er i gehabt, ja. War nicht schlecht das Ganze, hat nur, meiner hat da nur 113 PS gehabt, aber Gang ab wie Schmitz Katze, muss ich dazu sagen. Ja, das gute Stück kannst du hier haben für, ja, 842 Euro in Anschaffung und Miete sind wir da bei 42 Euro und natürlich inklusive. Wir haben hier eine Motorleistung von 197 PS entsprechend, hier 145 kW, manuelle Schaltung, ja, 70 Liter Tank, 120 km/h und 1,2 Tonnen. Ja, das mit dem Gewicht, das ist ja ein bisschen unreal. Ja, und natürlich mit der Höchstgeschwindigkeit, aber das wurde halt so eingestellt. Hier haben wir auch entsprechende Farben, hier was uns der Modder natürlich angeboten natürlich hat. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, so hier so spiegelig. Dann natürlich hier das Grün, ja, oder hier das Blau, das Rot, finde ich, sieht auch echt nice natürlich aus. Oder hier dieses, so komisch, was ist das jetzt eigentlich hier? Grau-Metallic, okay. Ja, Orange, ja, gefällt mir auch relativ ganz gut, aber Geschmäcker sind ja natürlich hier verschieden. Dann gibt es hier ganze natürlich noch Kennzeichenwahl, so wie du es natürlich gewohnt bist. Bis jetzt habe ich da nichts gesehen, dass du hier das also hier irgendwas machen kannst. Also du kannst nichts aufmachen. So, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass da sowas nicht verbaut worden ist, wie wir hier sehen. Wir haben hier einen coolen Spoiler und hinten hier schicke Auspuffanlage natürlich. Ja, schicke Felgen natürlich, aber ja, wir haben hier leider keine Auswahl. Hier, wie wir sehen, das Ganze her, also wir haben Lochscheiben da auch. Ja, wir machen hier Traktorreifenspuren, das ist ein bisschen schade. Und eins, was ich echt blöde finde, dass der Modder hier nicht einen eigenen Sound reingetan hat. Wir haben hier diesen Standard-Pickup-Sound drin. Das ist, gefällt mir mit absolut, ehrlich sein, nicht. Ja, Armaturen sind echt cool animiert, wie wir sehen hier. Ja, Spiegel, wie wir sehen, sind hier vorhanden. So, Schalthebel, wie wir sehen hier, ist hier animiert. Nur mal die Außenansicht mal noch mal ran. Schade ist halt, dass wir keine Kupplung haben. Wäre echt ein cooles Teil natürlich hier, um einen Pferdeanhänger oder sowas natürlich zu ziehen. Hat ja natürlich hier ein bisschen Leistung auch. Aber eine coole Hupe hat er natürlich drin hier. La Cucaracha, muss man dazu auch noch sagen. Ja, Blinker. Dann machen wir erstmal hier unsere kleine Probefahrt natürlich. Also Verschleiß hier, also Abnutzung vom Lack und Verschmutzung hat er leider nicht, ja. Wir sehen auch hier, die Scheiben sind ein bisschen so leicht komisch milchig. Zumindest sind sie nicht so, also permanent schwarz getönt. Das sieht draußen cool aus, aber also wenn du eine, wenn wir hier gesehen haben, Wahnsinn. Ich glaube, der Kegel für den Rückfahrschein, der funktioniert nicht. Das schauen wir uns auch ganz nachher noch an. Immer ein bisschen Gummi mal bis zum Kreisel. Oh, bis dahin sind wir schon hier auf 90 km/h gewesen. Ja, ich glaube, mit denen kann es gut driften. So, jetzt geben wir mal Gas. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, dass wir auf Tour natürlich sind. Hier schon mal sind wir hier. Oh, 120 haben wir schon. Oh ja, wir haben Höchstgeschwindigkeit und zur Stoppung kann uns nur ein Laternenmast natürlich. Und der zweite genauso. Also, wir machen hier an dieser Stelle natürlich gleich unser Licht. Das würde ich mal dann sagen. Wo ein bisschen weniger Beleuchtung ist, würde ich mal sagen. Ja, da würde ich mal sagen, diese Stelle wird sich sicherlich hier gut eignen. So, jetzt gehen wir hier in die Nachtschicht mal rein. Schauen das Ganze jetzt im Dunkeln uns an, finde ich. So. Sehen wir jetzt hier Blinker, also es passt ganz gut, außer hinten, dass der Blinker halt der Reflexion am Boden irgendwie angesaugt wird durch ein schwarzes Loch. Also Dauerleuchten, kein Blinken, wie wir sehen. Vorne schon, das ist echt nice, ja, ganz gut. Einmal F schalten, zweimal, dreimal. Bremslicht, oh, wow. Also wie wir gesehen haben, hier Rückfahrscheinwerfer funktioniert leider nicht.
Dann haben wir hier das Ganze hier zu schalten mit Nummer 5 und hier nochmal Nummer 6. Wir haben hier in der Seite, wie wir sehen, hier die Ränder ein bisschen so her. Das geht hier ein bisschen irgendwie rüber ins... Ey, das ist so viel Platz da. Du kannst ja hier locker vorbeifahren. Also Wahnsinn. Das ist immer so Gras, muss man sagen. Also Armatur hier schick, das Ganze hier innen drin. Wie wir sehen, ist animiert das Ganze. Blinkerkontrolllampe haben wir hier leider keine. Auch für die Warnblinke ist keine Kontrolllampe. Ja, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt wieder hier in unsere Schicht, also rüber, weil hier, oh, wir haben unsere Kosten natürlich ja auch zu zahlen, wie man sehen, Betriebskosten, Gebäude hier, also ich finde jedenfalls, also der Mod ist nicht schlecht, da gehört noch ein bisschen was dran gemacht, dass man hier, ja, also das tadellos natürlich haben, also wie gesagt, also die Reflexion am Boden hinten, ja, Dauer, also leuchten, nicht blinken. Ja, und dann natürlich der Rückfahrscheinwerfer. Also diese zwei Sachen finde ich gern gemacht. Schade ist natürlich, wie wir gesehen haben, dass die Außenspiegel also nicht richtig funktionieren. Es ist zwar vorhanden, aber man kann sie ja nicht verwenden, wie wir hier sehen. Also der Innenspiegel hier funktioniert, aber der Rest natürlich leider nicht. Pedale, wie wir sehen, nicht also mit Funktion. Blinkerkontrolllampen gibt es leider hier auch keine. Ja, lockmäßig habe ich da vorhin nichts gesehen, aber wir schauen noch mal rein. Daher, dass wir hier sehen, unsere Logdatei. Da sehen wir hier, unsere Logdatei selber ist hier logfehlerfrei. Das finde ich schon mal echt super, weil wir haben hier, wie wir sehen, hier sich geloadet da und dann haben wir hier einen logfehlerfreien Mod. Ja, und wir haben hier natürlich wieder, wie wir sehen, hier nochmal Traktorreifenspuren. Ja, aber damit kann man eigentlich leben, wenn man es jetzt so genau nimmt. Dann hat man hier einen schicken Oldtimer, finde ich hier. Also die E30er-Serie ist hier, also cooles Teil. Also habe ich auch, muss ich echt sagen, hier einen Führerschein gemacht damit. Das, aber es war halt keine 3er-Serie, das war ein 5er, also 25er. Das war echt ein cooler Wagen natürlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.